Da geht es heute um eine sehr erfolgreiche deutsche Schwimmerin. Michael Kruse erzählt Ihnen von dem Tag, an dem Franziska von Almsick ihren ersten WM-Titel gewonnen hat, dem 6. September 1994, also heute vor 30 Jahren. Franziska von Almsick ist ein gesamtdeutscher Superstar, seit sie bei Olympia 1992 in Barcelona Silber gewonnen hat, mit gerade mal 14 Jahren. Nun, zwei Jahre später bei der Schwimm-WM in Rom, gilt sie über die 200 Meter Freistil als Favoritin. Um Kräfte zu schonen, lässt es Franzi im Vorlauf langsam angehen. Zu langsam. Sie wird nur Neunte und verpasst das Ticket fürs Finale. Ich habe mich heute Morgen einfach verpokert. Bin ein bisschen gebadet und habe mich rausgeschwommen. Das war also meine eigene Doofheit. Wütend und enttäuscht flüchtet sie ins Hotel, schließt sich im Badezimmer ein und bekommt zunächst gar nicht mit, dass die Verantwortlichen des Deutschen Schwimmverbands eine Lösung finden. Ihre Teamkollegin Dagmar Hase, die sich als Achte gerade so qualifiziert hat, ist bereit, zugunsten von Franzi aufs Finale zu verzichten. Ich hätte eh nicht in die Medaillen eingreifen können. Und Franziska ist halt auf ihrer Hausstrecke rausgeflogen. Und ich gebe ihr halt nochmal die Chance. Und vielleicht hätte es andersrum genauso gemacht, wenn das über die 400 gewesen wäre. Vielleicht. Doch zunächst sträubt sich von Almsick, berichtet DSV-Schwimmwart Ralf Beckmann. Die erste Reaktion von Franzi, die diese Entscheidung per Telefon mitgeteilt bekam, war: dieses Geschenk kann ich nicht annehmen. Das war ihre allererste Reaktion. Nach stundenlangen Zureden ihrer Mutter geht von Almsick am Abend dann doch an den Start. Der Druck ist enorm. Trotzdem, die 16-Jährige gewinnt das Rennen und das auch noch in Weltrekordzeit. Gold für Franzi, möglich gemacht durch den Verzicht von Dagmar Hase. Ich weiß, dass ich ihr sehr viel zu verdanken habe, aber trotzdem bin ich sehr froh, dass ich die Chance ergriffen habe und letztendlich mein Ding gemacht habe und einfach alles gegeben habe und ich bin jetzt Weltmeister. Dagmar Hase bekommt als Dankeschön einen Blumenstrauß, wie sie später erzählt. Der Verzicht hat auch taktische Gründe. Sie will am nächsten Tag Gold über ihre Paradedisziplin, die 400 Meter Freistil, gewinnen. Doch unglaublich. Der amtierenden Olympiasiegerin passiert das gleiche Missgeschick. Sie scheitert als Neunte im Vorlauf. Allerdings verzichtet bei ihr niemand auf den Finalplatz. Dagmar Hase wird zur tragischen Figur. Franziska von Almsick hingegen ist der Liebling der Nation. Die gebürtige Ostberlinerin mit der Kessenlippe ist Gast bei Wetten, dass, beim Bundeskanzler und als Werbefigur verdient sie Millionen. Die Leute fragen immer: Franzi, warum schwimmst du so schnell? Ganz einfach. Wer schnell schwimmt, hat schneller Pause. 1996 bei den Olympischen Spielen in Atlanta gewinnt Franzi von Almsick Silber. Vier Jahre später bei den Spielen in Sydney springt nur eine Bronzemedaille mit der Staffel heraus. Zu wenig, befindet die Boulevardpresse, die sie früher gefeiert hat als unser Goldfisch. Nun wird sie verhöhnt als Franzi van Speck, weil sie angeblich ein paar Kilo zu viel auf den Rippen hat. Ich denke, dass es nicht immer leicht ist, ein Superstar zu sein. Weiß ich nicht. Ich bin kein Superstar und sowas kann mir eben auch passieren und ich hab's einfach satt, ein Superstar zu sein. Mit 26 Jahren beendet Franzi ihre Schwimmkarriere. Nach 10 Medaillen bei Olympischen Spielen, wenn auch keine goldene, 2 Weltmeister und 18 Europameistertiteln. Ihre erste Weltmeisterschaft gewann Franziska von Almsick am 6. September 1994, heute vor 30 Jahren.